Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Reefer Games Video, Leute. Ist jetzt mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Und zwar will ich euch heute mal zeigen, wie ihr das Reefer Games Forum finden könnt und wie es überhaupt funktioniert, Leute. Ihr seht, einfach müsst ihr bei Google eingeben, Reefer Games Forum. Dann klicken wir mal hier direkt der erste Link oben drauf. Ihr seid auch schon direkt drauf. Nicht wundern, warum das jetzt hier so oben ist, Leute. Ihr müsst euch natürlich erstmal ein Konto machen, damit ihr hier überhaupt irgendwas benutzen könnt. Dann könnt ihr oben, glaube ich, irgendwo die Hintergründe einstellen und so. Auf jeden Fall zeige ich euch erstmal jetzt den wichtigsten Punkt, den ich persönlich finde. Und zwar ist das die News. Wenn hier immer oben eine neue News ist, Leute, sprich, das sind Serverinformationen, das können sein Plot-Sets. Da steht eigentlich immer alles Aktuelle drin. Und die letzte News ist jetzt vom 29.11., wie ihr sehen könnt. Da war, glaube ich, dieser Perks, der auch mit diesen Plots wurde da angekündigt. Und generell im Forum kommen auch sehr wichtige Informationen, werden Verlosungen gemacht, werden Umfragen zum Server gemacht. Deswegen ist es eines der wichtigsten Elemente, wenn ihr auf Reefer Games wirklich aktiv spielen wollt, sollte man sich mit diesem Forum auskennen, Leute. Generell. Ihr seht jetzt hier erstmal Reefer Games, ihr seht ihr das Netzwerk jetzt erstmal, wo wir mal drauf gehen. Generell alles so, was Forum, Teamspeak angeht, alle Links, was man halt so braucht. Ist ja jetzt erstmal vor dem Regelwerk, kennt man hier natürlich. Wurde vom Team, glaube ich, auch erst neulich überarbeitet. Steht jetzt alles drin, was halt verboten ist, aber müsste man ja eigentlich kennen, wenn man die Teamsbedingungen akzeptiert. So, Team sieht man jetzt, wer alles im Moment Mitglied ist, Leute. Organisator, Developer. Developer und Designer sind ja anscheinend zusammen. Ne, Developer ist eine neue reingekommen. Content gibt es nur zwei. Da gab es ja früher mal ein paar mehr. Supporter sind ein paar. Ja, und Designer auch. So, Leute. Dann gehen wir mal auf den Shop. Wisst ihr sicherlich, kommt man direkt zum Shop. Das Wichtigste ist jetzt aber auch noch Aktuelles. Da wird euch jeder Beitrag angezeigt, der eigentlich gepostet ist. Dann kann man jetzt hier auch zum Beispiel... Ne, hier kann man jetzt nicht suchen. Hier wird jeder Beitrag eigentlich immer angezeigt. Sei es jetzt Umfragen, sei es... Also was am letztes gepostet wurde, wo... besser gesagt, am letzten runtergeschrieben wurde. Das nächste ist ungelesene Beiträge, ihr seht ja schon, das sind 1200, da kommen jeden Tag so viele neue zu und es gibt so viele alte, deswegen hat man hier eigentlich immer so eine recht hohe Zahl. Ungültige Themen sind halt Themen, die, denke ich mal, nicht mehr bearbeitet werden oder die geschlossen wurden. Generell abonnierte Themen sind die Themen, wo ihr drunter geschrieben habt, damit ihr auch wisst, wie ihr wieder drauf kommen könnt. Ihr seht, ich habe hier schon unter einiges drunter geschrieben, über drei Webseiten, weil ich natürlich auch aktiv im Forum bin. So, Leute. Aber was fragt euch jetzt? Ja, wo ist denn hier dieses Highlights-Register, wo du schon mal im Stream gesagt hast, wo kann man das eigentlich reinstellen? So, da müsst ihr einfach hier auf ungelesene Beiträge klicken, dann einmal auf Forum. So, dann steht hier jetzt Unfragen, Community, Events, könnte ich alles selber nochmal durchlesen. Hier sind auch die verschiedenen Bewerbungsphasen allgemein. So, scrollt ihr bis ganz nach unten. Was uns jetzt hier mal interessiert, Leute, ist das Highlights-Register. Das Highlights-Register. Hier sind, ihr könnt ihr euren Shop vorstellen, hier gibt es Preisentwicklungsnachfragen, hier gibt es auch Versteigerungen, da werden meist Gegenstände versteigert, die ein bisschen in höherem Wert sind, von höheren Clans auch. Ich weiß gar nicht, Umse, der Owner von der PFF hat hier neulich auch was Schönes versteigert, ich glaube irgendwie diese Lord Varus Blume, die man neulich gefunden hatte, ja. So, jo, dann ist hier oben, ich biete Leute, ich biete heißt... was die Leute zum Verkauf anbieten. Im Forum gibt es auch immer keine schlechten Preise. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel einen Beitrag erstellen wollt, können wir jetzt auch mal ganz kurz machen. So, dann können wir jetzt hier einfach mal hinschreiben, einen Titel, sagen wir, wir verkaufen einmal, verkaufen 54 Beacons. Schreiben wir das mal hin. Dann schreibt ihr hier drunter, ja, was ihr haben wollt, was ihr, könnte man mir jetzt noch Bilder von den Beacons hinmachen, allgemein wichtige Informationen. Hier oben müsst ihr auswählen, damit das absendet werden kann, muss man auswählen, auf welchem Citybuild das ist. Ist aber eigentlich meistens unrelevant, weil sie dann in den Kommentaren einfach immer nochmal nachfragen. So, dann einfach hier auf Absenden klicken, auf Vorschau, kann man sich das Ganze ansehen, was man hier unten geschrieben hat, wie es für die anderen zu erkennbar ist. So, okay Leute, dann gehen wir nochmal zurück auf Handelsregister. Ich biete, gehen wir jetzt. Seht ihr schon, hier haben schon einige Angebote reingestellt. Zwei Pigment Spawner, das hört sich doch mal gut an. Wie ihr seht, Leute, ich verkaufe dir jemand zwei Pigment Spawner für je 180k für Adresse. Könnte man jetzt drunter schreiben, ja, was willst du denn und so. Und generell, viele Leute im Forum scammen auf nicht, aber trotzdem auf Nummer sicher gehen, MMG nehmen oder wenn ihr einen guten Ruf habt, lasst euch First geben. So würde ich es mal machen. Generell jetzt auf Handelsregister und zum Beispiel, wenn ihr jetzt was sucht, sagen wir, ihr sucht 100 TK Sand,
stell das da rein. Da gibt es auch Leute, die suchen immer 700 TKs an und die bekommen dann direkt 30 TKs an den Boden. Könnt ihr ruhig alles reinschreiben, Leute. Es gibt ja wirklich viele Leute, die vieles auch suchen und dann aber auch vieles finden. Wie man hier jetzt zum Beispiel sehen kann, was das? Ein bisschen Baumaterial, ja. Können wir jetzt mal drauf gehen. Gibt es hier einige Angebote? Dann hat er hier so eine Liste erstellt: 5 TKs. Dann hier 3 Sticks, Trichter für 6K sieht er. Und jetzt sind hier schon ein paar große Metzhändler. Da könnte man nochmal ein bisschen den Preis drücken, wenn man halt mehr kauft, würde ich jetzt mal sagen. Dann wurden hier jetzt mal noch einiges drunter, anderes drunter geschrieben. 10, das Bruchstellen pro $400, okay. Dicker Stein, ja. Hat er jetzt 30, gut. Kann man verkaufen, muss man aber nicht, Leute. So generell, FAQ, weiß ich jetzt nicht, was das hier ist, habe ich auch noch nie geguckt. Community, hier werden alle Clans aufgelistet, Leute. Sieht man, Händler-Clans, dann gibt es sogenannte Community-Clans, die sind eigentlich am häufigsten vertreten. Gamer-Clans, das sind Clans, die einfach noch andere Spiele spielen. Builder-Clans, die halt viel bauen. Da gibt es auch einige Clans, wie man sehen kann, aber Community-Clans sind so... Also sagen wir so, Community-Clan wie ist jetzt, denke ich mal, auch LPM, die bauen auch viel und so. Deswegen, so, YouTuber, hier werden alle Creeper Games YouTuber aufgelistet, Leute, ab 1000 Abos. Wie man sehen kann, ich bin leider noch nicht darunter. Eine Frechheit. Ich müsste da eigentlich schon längst stehen. Nein, Spaß, ich habe ja keine 1000. Wäre wohl schön, wenn man mal hier unten irgendwann in den Bereich kommen würde. Die wird, glaube ich, auch jeden Monat aktualisiert. So, hier könnt ihr zum Beispiel Bugs melden. Könnte man jetzt einen Beitrag darunter schreiben. Aber das kann man denn halt, sowas können nur denn, wie heißt es so, die Supporter, Moderatoren, Admins halt sehen. Scammer-Warnung erstellen sollte man natürlich nur machen, wenn man einen Beweis hat. Trophäen auflisten, okay, wüsste ich jetzt nicht. Feedback einsenden, zum Beispiel, falls es jetzt ein Plugin gab, was in der Testphase war, dass man dazu einfach sein Feedback einsendet. Den Punkt, Leute, inaktive Grundstücke werden sie höchstwahrscheinlich, ich glaube, nicht in nächster Zeit bearbeiten, haben sie ja jetzt auch angekündigt, weil viele Spieler das wirklich ausgenutzt haben und verstanden haben, dass es als Pflicht ist für die Supporter, das wegzumachen. Generell, Leute, nervt nicht die Supporter damit. Die machen das auch nur alle freiwillig, die machen das in ihrer Freizeit, von dem her nervt es einfach nicht. So, Leute, und zum Beispiel, wenn jetzt jemand unter eurem Beitrag geschrieben hat, seht ihr das, oder wenn ihr unter einem Beitrag geschrieben habt und derjenige geantwortet hat oder irgendjemand anderes drunter geschrieben hat, seht ihr das hier. Zum Beispiel bei Lord Varus Angeln kaufen steht da. Ich habe Angel für 4DK, habe ich jetzt zum Beispiel geschrieben. Ich schreibe immer ganz kurze Dinge, Leute, weil ich halt wirklich nicht so. Konversation, da schreiben Leute jetzt zum Beispiel unter eure Page. Zum Beispiel, ihr müsst hier oben auf euren Benutzernamen klicken. Und dann kann man. Ja, mein Profil. Dann haben wir schon ein paar Leute drunter geschrieben. Besprechung, ja, aber jetzt von Flexbase noch. Freunde könnte man ja jeden. Wie kann man jetzt auch noch was suchen? Ich keine Ahnung. Nach Angel. Könnte man jetzt ja auch mal suchen, Leute. Seht ihr? Und dann jetzt kann man ja die anderen Leute und so finden. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.